zurück hier in Tibet. So, ihr habt euch alle drüber lustig gemacht, dass ich hier den Cut hab, weil ihr gesagt habt, das Level ist gleich vorbei. Ich habe nicht nachgeguckt, wie gleich ist. Sieht so aus, als könnten wir da unten noch so viel machen und hier hinten. Ich bin gespannt. Euer Gelächter wird schon seinen Grund haben. Ich kann hier auch stehen. Ich kann auch hier hin. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wann das Ende kommt. Ich höre gerade fast gar nichts, wartet. Ah, jetzt. Das wohlige Rauschen der Luft, wo auch immer sie herkommt. Warum geht Lara eigentlich immer nur in so komische Höhlen? Das ist sehr strange. Okay, sie kann überall laufen. Hätte ich nicht gedacht, kommen wir denn auch noch darüber? Uppa. Upsi. Ich hätte im Wasser landen können, das wäre praktisch gewesen. Aber das wäre zu einfach. Wisst ihr was? Ich springe ganz einfach ins Wasser. Ich bin gespannt. Okay. Komische Lichtspiele. Ich war wirklich selten so sehr auf das Levelende gespannt. Ich brauche dringend einen Medipack bald. Aber ich kann mir schon vorstellen, wo es kommt. Okay. Alles klar. Ja, gut. Huch. Ja, sieht ganz leicht anders aus. Könnte ich denn jetzt wieder da hoch? Nein. Auf keinen Fall. Aber hey, wir haben volle Energie. Oh, das Kloster. Nein, Moment. Angeblich ist das Slash der Shortkey für die Fackel. Das geht aber nicht. Das da. Nee, auch nicht. Hm. 38. Hört ihr schon die schönen Mönchsgesänge? Och, ich geht's gar nicht weiter. Können wir speichern, gucken, wie das Level heißt. Das müsste das Kloster von, wie heißt es, Baknang sein? Bakang Monastery, ja. Fast. Oh. Gefährlich. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Es ist so. Wir können natürlich denen jetzt helfen und die Bösen erschießen. Wir sollten nur auf keinen Fall den Mönch erschießen. Niemals, niemals. So, schon passiert. Das war schlecht. Oder? Ich warte ab. Nicht auf den Mönch zielen. Oh, ich habe ihn schon wieder erwischt. Scheiße. Oder? Du noch nicht, oder was? Ich habe dich doch euch im Eifer des Gefechts erwischt, oder nicht? Anscheinend hat das nicht gezählt. Es ist nämlich so, dass die einem wohlgesonnen sind, bis man sie anschießt. Was Sinn macht, da hätte ich auch keine Lust mehr, Freund zu sein. Okay, anscheinend war das nicht schlimm jetzt. So. Finde ich sehr schön, bietet wieder einen tollen Kontrast zu dem doch sehr langen, aber relativ kargen Tibet-Level, das wir bisher hatten. Vogel, wo bist du? Da. Deswegen, also, hätten die jetzt nicht schon den ersten Mönch getötet gehabt, hätte ich mich in den Kampf auch gar nicht eingemischt. Denn das ist mir zu heikel, in dem Gewimmel jetzt keinen Mönch zu erwischen. Vor allem, weil die ja so doof ist und auch noch drauf zielt. Das ist unglücklich. Okay, hier gibt's nichts. Die Treppe ist nur Deko, zumindest... Nein, doch nicht auf den Mönch. Oh oh. Oh oh. Ja, moin. Ah, okay. Da seht ihr es, so schnell geht das. Und ich will das nicht, ich will... Ich weiß auch nicht, wie lange das dann anhält.
Ich werde halt auf keinen Fall riskieren, dass ich mir hier mögliche Verbündete... Nein, nein. Ich misch mich nicht ein. Ihr seid jetzt zu dritt. Das schafft ihr. Oh, hoffe ich zumindest. Na, Vögelchen? So, dann schauen wir mal, was der Kampf ergeben hat. Okay. Das ist doch gut. Hier liegt doch kein toter Mönch diesmal. Vielleicht, weil wir weiter... Doch, da liegt einer. Okay. Dann musst du wohl immer sterben, egal was wir tun. Da hatte einer noch was zum Aufsammeln. Au! Habe ich mich jetzt an seinem Speer verletzt? Jetzt hat er nichts mehr für mich zum Aufheben. Der hatte doch Medipäckchen. Schade. Na gut. Also. Da oben ist nichts. Da hinten war der Vogel. Da können wir jetzt nochmal schauen. Denn die Mönche sind, ihr habt es gesehen, der hatte uns auch gut verletzt. Die sind schon ganz gut bewaffnet. Und das ist sehr, sehr hilfreich, stellenweise. Also ich glaube, ich werde mich nicht immer aus dem Kampf raushalten können, aber ich werde es versuchen. Weil das natürlich auch assi ist, aber die Gefahr, einen zu erwischen, ist einfach so groß. Upsa. So, okay. So geht's also. Eine Tür, mit der wir nichts anfangen können. Wir können ja auch nicht hangeln, also müssen wir hier noch nicht hin. Gut, dann gehen wir wieder runter. Gerne auch rutschenderweise. So. Dann bleibt uns nur noch die Leiter zu erklimmen. Die da. Mit einem Mönch hatten wir es ja schon mal zu tun. Genau bevor wir... Lass mich überlegen, war das vor 40 Faden? Ich weiß es nicht mehr. Der verletzte Mönch. Na. Nix da. Frisst die mühevoll gepflanzten Körner der Mönche, ich bin mir sicher. Hey, warum geht's denn jetzt hier auch nicht weiter? Das ist kurios. Ah, doch, da. Okay. Oh, schlecht. Ganz schlecht. Oh, jetzt nochmal das Ganze. Okay, wir gehen direkt da hoch. Direkt. Kampf ist mir auch vollkommen egal. Der Kampf macht komische Geräusche. Oh Gott. Das klingt tatsächlich nicht gut. Ja, Granatwerfer brauchen wir dafür jetzt nicht. Das kleine Federtier. Huch, 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 huch. Es ruckelt. Ich glaube, dass mein Renderprogramm sich gerade der nächsten Datei widmet. So, jetzt speichern wir aber mal hier. Okay, das sieht schon besser aus. Okay. Wie seid ihr verblieben, ja? Ist genau das, der gleiche Ausgang schon wieder. Zwei sind noch übrig.
Oh. Der fliegt da an die Wand. Und ich habe eine Scheibe zerschossen. Ich glaube aber fast... langsam. Dass das so gewollt... Nein, diesmal leben alle drei noch. Das ist doch schön. Haben wir auch alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, wie ich hier springen muss. Mal schauen. Kannst du da drauf stehen? Ja. Super. Ich weiß, da unten sind jetzt noch Goodies. Oh, oh, wir hätten hier hangeln sollen. Aber ich glaube, dass wir an die Goodies auch noch so rankommen. So. Hallo. Ah, oh, sie geht den Schritt nicht. Achso, da ist nochmal so ein Vorsprung. Sehr schön. Also wenn Lara hier schon ins Kloster rein will und sich in Kämpfe einmischt, dann hätte sie auch einfach mal fragen können, ob sie hier das Tor aufmachen. Aber die Gute sagt ja nicht mal Hallo. Höchstens mit ihren Pistolen. So, hier haben wir was kaputt gemacht. Das ist toll. Gut. Hier können wir nur Ausblick genießen. Ja, sonst können wir hier nichts. Okay. Nee. Ich glaube, es ist derselbe Raum. Ja, dann müssen wir nicht beide Fenster kaputt machen. Oh, das ist traurig. Naja. So. Hübsch hier. Gefällt mir gut. Ich glaube, das ist nicht so cool, dass du hier halt dir einfach Eintritt verschaffst. Und klingt, als hätten die Mönche Fallen in ihrem Kloster. Aha. Dich machen wir platt. Ah, ich habe vergessen. Ich wollte ja eigentlich das Video nicht mit Miau, sondern mit Ahuga beginnen, aber es bleibt wohl nach wie vor unseren Gegnern überlassen, dieses Geräusch von sich zu geben. Vielleicht denke ich im nächsten Part dran. Aber dann ist keine Überraschung mehr, weil ich es jetzt schon verraten habe. Na egal. Ich bin sicher, er freut euch immer über ein freundliches Ahuga. Er tut es nicht. Also, wir brauchen einen Schlüssel für diese gut verschlossene Tür. Hübsche Lampen und auch hübsche Wanddekoration, wenn ich das mal so sagen darf. Du bist nett? Ja? Okay, ich bin auch nett zu dir. Ah! Oh. Ach, da hinten ist der böse Raum. Ja, ihr schafft das schon. Oh oh. Oh, nee. Hopp, mach ihn platt. Mit der Macht von Buddha. So. Das ist schön, ihr macht die Gegner platt und ich sammle die Goodies ein. Das ist schönes Teamwork. Ich will hier gar nicht rein. Immer die, diese blöden Walzen, ey. Ich hab, es erinnert mich jetzt schon wieder daran, dass ich ja in Tomb Raider 3 noch dieses unmögliche Level machen muss. Weh, du schubst mich da rein. Da brauchen wir auch einen Schlüssel für. Was für... Hä, wie viele Schlüssel brauchen wir denn hier? Drei Stück, drei Schlüssellöcher habe ich bis jetzt gesehen, aber noch nirgendwo ein Schlüssel. Deswegen nicht so praktisch. Hier ist noch eins. Ja, die sind gut gebügelt. Deswegen sind die so hart. Ja, den brauchen wir hier nicht, sonst haben wir ja gar nichts. Hm. Ja, ist okay. Hier wird nicht gesprungen. Also. Was ist denn das da oben? Das sieht komisch aus. Aber da sieht es genauso aus. Dann ist es nur eine Textur. Ja, da müssen wir da lang. Ich könnte noch die Goodies ganz unten aufheben. Ach, rauf da.
Was erwartet uns? Also ich finde, das Level ist ganz toll gestaltet. Ich habe hier wirklich so den Eindruck, dass wir, die laute, springende Lara mit ihren Waffen, voll die Eindringlinge sind. Was wir auch sind. Der liegt da schön auf dem Präsentierteller. Ich weiß nicht, ob es die Menschen freut, wenn wir den einfach aufheben. Ich versuch's halt mal, ich speichere mal. Ich meine, wir müssen ihn ja aufheben, wir brauchen halt die Schlüssel. Okay, stört ihn nicht. Finde ich gut. Er teilt gerne. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, in welches der vielen Schlüssellöcher es passt. Bestimmt in das bei den Walzen. Das sieht toll aus. Ist hübsch gemacht. Hier riecht es bestimmt nach Räucherwerk. Okay. Oh, ja, ich wusste es. Kann ich bitte eine andere Ansicht kriegen? Oh Gott. Was habt ihr hier für ein tödliches Kloster? Ich glaube, ihr spinnt. Oh, meine Güte. Hier geht's ja immer noch bergab. Ist da noch einer? Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir hier weitergehen sollten. Kommt bestimmt von überall sowas. 100 Pro. Ja. Sehr gefährliches Kloster. Ich weiß nicht, ob Kloster so sein sollten. Oh, das ist blöd, wenn hier einer kommt, weil da müssen wir um die Ecke. Da habe ich ja nicht so Lust drauf. Es sieht nicht so aus, aber beim ersten habe ich es auch nicht gesehen. Oh, es klingt nach Wasser. Oh ja. Okay, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, es sieht aus wie ein Swimmingpool. Aber so einen großen Pool auf, ich sag mal, angenehmer Temperatur zu halten, ist, glaube ich, unmöglich. Oh, hier ist Strömung. Ist nicht gut. Dann hätten wir hier wohl noch nicht hinschwimmen sollen. Oh, komme ich hier wieder raus? Oh je, oh je. Gefangen. Ja, Leute. Ich lade neu. Ins Wasser gehen wir noch nicht. Irgendwas müssen wir noch tun, bevor wir hier rein können. Nun gut. Ich kann warten. Wir haben immer noch den Schlüssel. Sollte ich direkt wieder zurück? Ach, ich brauche nicht speichern. Ich habe hier gespeichert. Ich weiß nicht, ob wir erst zurückgehen sollten oder ob wir hier wirklich schon weiter... Okay, hier ist ja eine Leiter. Können also zur Not... Ach, warum? Wir sind im Kloster. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier meine Waffen gezückt haben muss, so wie in anderen Leveln. Ich habe eher das Gefühl, dass uns irgendwelche bösen Fallen hier am Weiterkommen hindern werden. Ach, weiter geht nicht. Das ist doof. Weil ich kann es auch nicht rausziehen. Okay, ich lasse es mal so und jetzt gehen wir einfach auf Schlüsselsuche. Schlüssellochsuche. Die Drachen sind in dem Level bestimmt richtig gut versteckt. Können wir zu der Statue auch irgendwie runter, oder? Überall ist, glaube ich, hier Brüstung. Also ich glaube, hier noch nicht. Ich sehe auch die ganze Zeit meine Taskleiste unten aufblitzen. Das ist nicht so toll. Ich hoffe mal, das Spiel bleibt bestehen.
Ich habe doch ganz schön lange Leitern. Ich hätte keine Lust, mich hier tagtäglich fortzubewegen. So. Schlüsselloch 1. Wir haben einen silbernen Schlüssel, vielleicht steht da ja auch was genaueres dabei. Main Hall. Dann glaube ich nämlich, dass es direkt das große Ding hier ist. Und dass wir damit zu dieser großen Statue kommen. Ja. Cool. Nee. Die Mönche machen das, die Mönche machen das. Okay. Tür, Tür. Große Tür, die zu ist. Und Schlüsselloch für Bodengitter. Ich kann nicht hinsehen, aber ich traue mich auch nicht mitzuballern. Das, nee. Gefährliche Mönche. Ach, darunter können wir auch. Habt ihr es geschafft? Ja, kommt einer noch. Die kriegt ihr. Viele, viele, viele Räume. Ah, seht mal. Ohaha. Und der Goldene auch noch. Sehr schön. So. Dann gehe ich mal die Goodies aufsammeln, die ihr mir erkämpft habt. Ich danke euch. Ja, wir sind kein guter Gast, ich weiß. Immerhin gibt's schöne Sachen. Der hat auch noch eins. Liegt nur mit seinem großen Fuß drauf. So, wie viel Zeit ist noch? Oh, jetzt ist der Part vorbei. Viele Wege zu erkunden. Ich weiß schon, ich glaube, gehen wir zuerst hier gucken oder hinter der Statue? Ich weiß noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht kann man auch noch auf die drauf. Es erinnert mich gerade ein bisschen an das Tomb Raider 1 Level. Also das Heiligtum. Naja. Ihr Lieben, hinterlasst Kommentare und Bewertungen. Ich bin gespannt, was das Kloster noch so bringt. Ich hoffe, ihr auch. Also dann bis nächste Woche. Ciao.